So, da sind wir in der nächsten Folge und wir wollen heute ganz viel Kristalle züchten oder sowas in der Art. Und eigentlich wollten wir auch noch über Spiele reden, die wir gezockt haben. Wo wir dann wahrscheinlich noch eine größere Liste machen. Ja, welches Spiel fällt dir denn so auf Anhieb ein, über das man ganz viel reden kann, außer jetzt Minecraft? Aber gut, Minecraft ist offensichtlich, weil wir in Minecraft gerade hier sind. Und ich sehe gerade, das Ding ist einfach wieder voll der Filter. Ein Essentia-Filter haben wir noch, dann packen wir da wieder einen Filter drauf auf dieses Ding. Wir müssten eigentlich sowas wie Open Computers oder so mal drin haben, zu einer Erkennung irgendwie von dem Ding, dass dann hier gleich irgendwie, wenn da der Filter verstopft ist mit irgendwie bösem Flux, dass dann hier gleich irgendwie in der Haupthalle... Wo ist unser Gemälde hin? Jemand hat das Gemälde geklaut, das geht gar nicht. Ein Kunstdieb geht um. Ja, jedenfalls, dass hier in der Hauptsache so ein großer Monitor ist, wo dann irgendwie steht, willkommen bei der Corporate Inc. Hier kommen Sie doch in unsere WhatsApp-Gruppe, bla bla bla. So wie auch hier draufsteht. Und dann irgendwie, sobald der Filter irgendwie aber verstopft ist, kommt dann hier groß Alarm, Alarm, Filter verstopft. Kontaminierungsalarm, Insektion so und so. Bitte schicken Sie sofort ein Dekontaminationskommando dorthin. Verlassen Sie alle das Gebäude. Oder bleiben Sie oder gehen Sie nicht außerhalb der Haupthalle. Wir haben die Lage im Griff. Alles ist unter Kontrolle. Alles ist unter Kontrolle. Kein Grund zur Panik. Ja, so in der Art würde ich das machen. So total übertrieben eigentlich, aber... Alarm. Genau. Ich wollte hier eigentlich Kristall-Dinger machen. Wir wollten über Spiele reden. Wenn nicht über Minecraft, über welches Spiel reden wir dann am ehesten? Wo wir halt am besten drauf passen. Was spielst du noch anderes außer Singleplayer-Spiele? Und du hast ja auch nicht Jedi Fallen Order gespielt. Ja, das ist natürlich richtig. Wir hatten gemeint SWTOR, da hatte ich schon mal kurz angesprochen. Das haben wir beide, glaube ich, gespielt. Wurde das ein Release? Das war ja schon... Das wurde 2011 oder 12 war das? Ja, 2011. War es 2011? Ich meine erst mal 2012. Das ist schon 20. Dezember. 20. Dezember 2011 meinst du? Ja, 20. Dezember 2011. Ich schreibe schon mal bei mir ein paar Spiele auf. Gut, dann wissen wir das auf jeden Fall. Certus Quarz Staub nehme ich dann mal und dann... Wir müssten das eigentlich ins Autocrafting machen, auf jeden Fall, dass man Certus Quarz, also diese komischen Keime macht. Aber erstmal, bevor wir das machen, mache ich hier Schablone, nämlich aus Certus Quarz Kristall macht man sich so einen Staub, dass das zumindest einmal bei den Zerstoßern drin ist, hier bei den Fabriken. Komm, das machen wir da rein, da ist noch nichts drin aktuell. Die anderen Felder füllen wir dann auch noch irgendwann aus. Dann haben wir das jedenfalls auch im Auto-Crafting. Dann wollen wir noch mal schauen, wie hat man denn dann daraus... Genau, mit Sand und dem Staub. Wir brauchen dringend irgendwo eine Auto-Crafting-Anlage. Ich muss mal gucken, wo ich die hinstelle gerade. Hier diesen Platz werden wir, denke ich, alles für den Controller noch benötigen. Sagen wir so bis hier. Ich glaube, das sollte dann aber weit genug weg sein. Deswegen kann ich dann hier einfach mal wieder den... Teil, also diesen Big-Teil-Block nehmen und dann hier so einen Weg lang machen und dann kommen hier wahrscheinlich so die ersten Auto-Crafting-Anlagen hin. Boah, ich weiß gar nicht, was mich da noch so interessiert hat. Ja, das ist so ein langes Jahrzehnt gewesen, ne? Ja. Das ist ein Jahrzehnt, aber auch lange dauert. Ja, voll komisch. Ja, was ist denn noch passiert dann außer halt SWTOR? Wann hast du das eigentlich zuletzt gespielt? Portal 2, stimmt, ist ja auch noch ein cooles Game. Auf jeden Fall, ich habe zwar KOTOR gezockt, aber das kam ja schon im Jahrzehnt davor tatsächlich raus. Hast du eigentlich, ich habe da jetzt irgendwas gelesen, irgendwie, es gibt so ein Gerücht, dass wohl irgendwie ein KOTOR-Remake in Arbeit sein könnte? Ja, das wäre natürlich cool. Also wenn dieses Remake tatsächlich kommt und mir das rauskommt, bis ich... wenn ich mit KOTOR 2 oder sowas fertig bin, dann kann ich durchaus überlegen, ob ich dann statt dem ersten Teil, dem Original, das Remake dann einfach mal let's playe. Ja, wenn es auch so eine geile Grafik hätte, wie es Star Wars Jedi Fallen Order und so. Wobei mich das ja schon irgendwie aufregt hat, ich weiß nicht, ob du das mitgeredet hast, es gab ja irgendwie vor einiger Zeit mal so irgendwie so eine Fan-Community quasi so als Mod quasi ein komplettes Remake zu KOTOR 1 gemacht hat. Was halt richtig cool aussah von den ganzen kurzen Ausschnitten, die es davon gab. Und dann kam irgendwann LucasArts und hat gesagt, nee, löscht alles, was ihr dazu gemacht habt und bringt es auf keinen Fall raus. Das ist so richtig... Ja, das war schon, als sie es aufgekauft haben. Also da kann man sich wieder richtig aufregen. Ein weiterer Grund, sich über Disney aufzuregen, was Star Wars angeht. Abgesehen davon, dass sie natürlich... mit den Filmen alle vergrault haben. Zumindest mit den letzten
paar, also gut, Solo hat jetzt nicht wirklich Leute vergraut, aber es hat auch keinen interessiert. Aber zumindest die letzten Teile der Hauptreihe waren dann doch sehr, haben dann sehr viele Leute vergrault. Zumindest die letzten beiden, also Episode 7 vielleicht weniger. Den fanden ja, zumindest damals, als er rauskam, fanden den noch die meisten Leute gut. So im Gesamtkontext der Reihe jetzt gesehen, war er vielleicht dann doch etwas, hätte man da vielleicht mehr draus machen müssen. Wenn man sich halt jetzt diese gesamte Reihe ansieht, hat man jetzt drei Filme, die sich quasi alle selbst hassen. So kann man es, denke ich, formulieren. Ja, die gar keinen Sinn mehr ergeben. Weil das kommt halt davon, wenn du an so eine Reihe reingehst und sagst, ja, wir geben jetzt den ersten Teil an den Filmemacher, der kann dann machen, was er will. Den zweiten geben wir an diesen anderen, der aber hasst, was der erste gemacht hat. Und den dritten geben wir dann wieder zurück an den ersten, der dann auch hasst, was im zweiten Teil passiert ist. Was kann da wohl rauskommen? Ja gut, wir wollen jetzt aber nicht über Star Wars die ganze Zeit reden. Ja, sonst reden wir wieder Jahre drüber. Ja, sonst reden wir wieder Jahre drüber. Und bis dahin ist wahrscheinlich dann schon Star Wars, ich weiß nicht, die wollten doch jetzt irgendwie über die, wie heißt das irgendwie, diese Hohe Republik-Ära irgendwie was machen, die da irgendwie 500 Jahre vorher spielt. Nochmal Prequels. Ja gut, da muss man aber sagen, das ist so weit wieder in der Vergangenheit, dass es schon irgendwo wieder cool sein kann. Ja, das wäre schon cool, aber das ich weiß, was ich sonst noch einnehmen soll für meine Top-10-Liste. Ich fehlen noch zwei Spiele. Welche sind denn jetzt drauf aktuell? Also ich habe nicht so, ich habe ein bisschen, vielleicht so eine Reihenfolge, aber einfach eins noch aufgelegt. Jedi Fallen Order, League of Legends, Fist of Jesus, Night Team 4, Portal 2, Scrap Mechanic. Kann ich in die Kristallwachstumskammer nichts reinlegen? Achso, ich muss das natürlich auch zusammencraften zu dem, was da eigentlich rein soll. So macht das ja wenig Sinn. Dann crafte ich mir doch mal eben so ein Zertusquarz-Keim. Da hole ich mir wieder so richtig viel Keime rein, ne? Ähnlich so wie Skywalker, der ja aktuell sterben. Genau, weil er in China war. So, reiner Zertus-Quarz-Kristall habe ich ein. Du hast, also was habe ich denn hier gespielt, außer wie gesagt, SWTOR, Deponia kam doch, glaube ich, alle Teile raus im letzten Jahrzehnt. Die habe ich ja auch alle gespielt. So, ich habe es nochmal hinzugefügt, Star Wars Battlefront und Zelda Breath of the Wild. Ja gut. Bei Star Wars Spielen habe ich tatsächlich, glaube ich, außer SWTOR gar nichts groß gespielt. Was rauskam. Generell, ich glaube, die einzigen Star Wars Spiele, die ich tatsächlich gespielt habe, sind KOTOR, die beiden Teile, und SWTOR. Oder habe ich noch was anderes gespielt? Ich weiß es gar nicht. Gut, Lego Star Wars habe ich gespielt, aber die kamen, ich weiß nicht, wann die rauskamen. Die kamen auch alle, die Teile, die ich gespielt habe, kamen, glaube ich, auch alle noch vor dem letzten Jahrzehnt raus. Und die Teile, die ich gespielt habe, war komplette Saga, beziehungsweise erst hatten wir Lego Star Wars 2, also wo es um die Originalfilme ging, und dann haben wir irgendwie komplette Saga gekauft und dadurch dann natürlich Lego Star Wars 2 nicht mehr gespielt, was da drin ist. Lego Star Wars 1 hatten wir tatsächlich nie, und Lego Star Wars 3 hatten wir noch, also mit The Clone Wars. Alle Teile danach hatten wir nie, da gab es ja dann irgendwie so gefühlt jedem einzelnen Film irgendwie ein eigenes Spiel wieder. Wo ich auch denke, man hätte einfach lieber warten sollen, bis alle Teile draußen sind und dann wieder so ein Lego Star Wars 4 machen können. Aber man konnte irgendwie nicht warten. Ich war dabei, hier Schablonen zu machen. Nämlich daraus will ich Desta machen. Hier bei der Kristallwachstumskammer, da kommt das rein. Den reinen wirf einen Flugskeim, gemacht aus Flugstaub und Sand in eine Pfütze Wasser. Flugstaub mache ich den hier raus einfach. Gibt's denn alles für Launcher? Gute Frage. Happy Games, aber nee, da würde ich vorzeitig nicht reinbringen. Das findest du kein gutes Spiel, meinst du? Ja, weil jeder nur noch reinschwitzt. Ich meine, an sich ist es schon ein cooles Game, aber es ist halt die Community, die das Spiel scheiße macht. Warte, Redstone braucht man für den Netherquarz. Und was war das letzte? Ein geladenes Zertusquarzstück. Da haben wir eingeladene Zertusquarz. Das heißt, aus dem und dem machst du den da. Das kommt auch an die Kristallwachstumskammer ran. Dann testen wir mal, ob das auch geht. Flux. Stadt. Weiß nicht, den hatte ich doch schon im Extrahieren drin, den, oder? Hatte ich noch nicht. Nee, genau, da hatte ich noch gar nichts drin. Da kommt auf jeden Fall Flux-Kristall rein, da kommt reiner Zertus-Quarz-Kristall rein und da kommt reiner Flux-Kristall rein. Ja, die sollst du auch extrahieren. Warum macht er das nicht? So, weil der never active ist, deswegen kann er das nicht. Warum stehen die immer auf never active am Anfang? Ich weiß es nicht, das ist irgendwie total verwirrend. Aber jetzt sollte er, genau, Moment, da
Da habe ich aber Mist gebaut tatsächlich. Das ist ja ganz falsch, was ich da eingegeben habe, als Rezept. Wie kann ich denn irgendwie, konnte man so eine kodierte Platte, konnte man doch wieder zu einer unbeschriebenen Platte irgendwie zurückschreiben. Das weiß ich aber nicht wie. Lege ich die mal wieder da rein. Ich muss ja, da kriege ich ja tatsächlich zwei Flux-Kristalle raus. Da kriege ich aber hoffentlich wirklich nur einen. Muss ja, sonst macht das ja wenig Sinn. Da muss ich noch Tertus Flux-Quarz-Staub machen. Wo ich mal hier Flux-Kristall. Flux-Staub. Den mache ich aus dem Flux-Kristall. Da mache ich den draus. So macht das gar keinen Sinn. Da mache ich so. Und da brauche ich. Warum mache ich eigentlich nicht alle Schablonen einfach wieder rein? So. In der Fabrik. Da nehmen wir einfach mal die, wo auch schon der andere. Das macht natürlich keinen Sinn. Da machen wir so. Jetzt können wir in einer Fabrik einfach hier diese beiden Staubs machen. Und sagen wir mal, hier machen wir so einen Keim wieder draus. Wo wir dann wiederum sagen, hier aus so einem Keim machst du reine Flux-Kristall. Und dann wollen wir doch mal das Ganze hier an der Kristallwachstumskammer diese Dinger machen. Ich weiß nicht, ob man an der Kristallwachstumskammer noch irgendwas machen kann. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich nur diese Netherquarz-Teile machen. Den Netherstern kann ich nicht herstellen. Aber Netherquarz kann ich bestimmen. Was? Botanical Brewery, da brauche ich den, was auch immer. Das ist Elven Trade. Ich kann einen Netherquarz daran eintauschen gegen einen Elvenquarz. Was mache ich mit einem Elvenquarz? Offenbar nicht viel. Aus welchem Mod kommt der überhaupt? Aus Botania. Na gut, wenn Botania meint, sowas einfügen zu müssen, dann will ich die da mal nicht stören dran. Netherquarzstaub, braucht man den für irgendwas? Den kann man zu Silizium prinzipiell machen. Kann ich den herstellen? Den kann ich wahrscheinlich nur aus Netherquarz herstellen. Ja, dann lasse ich das mal lieber, weil den brauche ich nicht. Hier diesen reinen Netherquarz-Kristall, wofür brauche ich den? Außer, dass ich da halt alles Mögliche draus herstellen kann, was ich auch mit Quarz machen kann. Wahrscheinlich aber nicht mal alles. Genau, aus Quarz kann ich deutlich mehr machen. Zum Beispiel einen Stabilisator-Bienenstock. Das sind so richtig wichtige Dinge im Leben. Bist du eigentlich noch da? Ja, ich schon nie bei was. Wir waren noch bei den Spielen. Haben wir noch irgendein Spiel, über das wir reden können? Ich wollte jetzt eigentlich ein separates Video dann machen. Ja, wenn du meinst. Ich will auch mal ein Video machen wieder. Oh, das ist ja voll radikal, dieser Ansatz. Ja. Du und Videos machen. Wo kommen wir da hin? Jetzt erzählt noch Ede, dass er ein Video machen will. Also dann wird es aber aufhören. Stell dir mal vor, noch Skywalker. Oh Gott, wann hat er das letzte Mal ein Video gemacht? Länger her, als ich gemacht habe, oder? Ich weiß es gar nicht. Skywalker, der ist ja auf YouTube generell sehr selten aktiv. Ich meine, Leon, der macht ja immerhin gelegentlich Videos, aber hauptsächlich streamt er. Das ist 8 Monate her. Wie heißt Skywalker auf YouTube? Chaos Walker. Ah doch, er hat vor 4 Monaten was hochgeladen. Wow. Dann noch was vor 4 Monaten und dann vor einem Jahr. Vor 4 Monaten dauerte eine Sekunde, dann vor 4 Monaten, das andere vor 4 Monate dauert 1,5 Minuten. Dann das vor einem Jahr 11 Sekunden. Alles unter 5 Minuten. Ja, da steigert er sich ja richtig. Was wollte ich jetzt eigentlich machen, verdammt? Jetzt bin ich schon wieder auf dem Konzept, ne? Ich wollte, glaube ich, gucken, kann ich dann an den Zerstoßer noch irgendwas herstellen? Was habe ich jetzt eigentlich im Autocrafting? Das habe ich im Autocrafting. Ich kann hier ganz viele Zertus und sonst was Dinger herstellen. Und die ganzen Prozessoren kann ich herstellen. Was ich natürlich noch nicht herstellen kann, sind diese Keime. Dafür brauche ich jetzt wirklich mal ein Crafting. Und das wollen wir doch mal hier aufstellen irgendwo. Ich brauche hier diesen Molekularassembler. Das heißt, bevor ich das aber mache, habe ich denn hier überall. Ne, ich habe mich natürlich nicht überall hier in den erweiterten. Moment, da steht eine erweiterte Gravurmaschine. Da soll aber eigentlich gar keine stehen. Aber was habe ich denn da gemacht? Die sind doch an überhaupt nichts angeschlossen, diese erweiterten Gravurmaschinen hier. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Fassaden mehr in Form einer Gravurmaschine. Dann gehe ich mal welche machen. Hier war noch nichts drin, deswegen gehe ich mal daher und sage ja so. Und was mache ich noch? Ich mache noch. Mit welchem Block mache ich am besten diese Molekularassembler? Das hier Marble vielleicht? Kann ich aus Marble denn irgendwas machen? Marble. Ich sehe hier irgendwas Marble-Treppe gerade. Das ist aber Underground Biomes Marble. Das ist das andere Marble. Dann mache ich halt mit dem anderen Marble einfach. Nicht mit dem Schüssel Marble. Marble. Ich habe jetzt so ein dummes Video vorgeschlagen. 14-year-old Prodigy Programmer Dreams in Code. Warum haben wir
94 Diamantschüssel im ME-System. Kann ich dir das andere Marble, das Underground Biomes Marble hier auch draußen machen? Und dann mache ich aber schon einen schönen Marble draus. Ne, die sehen eigentlich alle nicht so wirklich für sowas geeignet aus. Aber dann brauche ich Treppen. Also ein paar mehr Treppen brauche ich schon. Den Schüssel brauche ich gerade nicht. Treppe. Die kann ich aber nicht autocraften natürlich. Deswegen muss ich erstmal Cobblestone nehmen. So, ein Stack sollte für den Anfang genügen, denke ich. Wahrscheinlich so überhaupt nicht, aber machen wir hier einfach mal ein Stack Treppen in Form von Marble. Das wird schon irgendwie klappen. Ja, Spiele wolltest du gesagt in deinem eigenen Video machen. Da machen wir hier so den Cyber-Podcast. Hier einen beliebigen Namen für eine Podcast-Serie bei The Cyborg eingeben, die jetzt was anderes ist, der Polit-Talk, der ja wieder sein eigenes Format ist. Ich wollte auch mal so ein bisschen spannendere Videos machen als jetzt so ein Polit-Talk. Ja, der Polit-Talk muss man aber auch sagen, in letzter Zeit gab es auch nicht wirklich viele Themen, deswegen gab es sozusagen keine Folge mehr von. Ja. Weil es gab auch generell auf dem Politikkanal seit eigentlich in letzter Zeit nicht wirklich viel Videos. Das Einzige, was es gab, waren mal irgendwelche Wahlanalysen. Wo ich halt hauptsächlich sage, hier, das ist bei dieser Wahl rausgekommen. Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das Leute so interessiert halt. Ich will ein bisschen mehr spannender machen. So ungefähr wie Game 2 das gemacht hat, aber kann das nicht, weil mir nicht gut viele Punkte einfallen. Und wenn ich viele Spiele gespielt habe. Da haben wir auch mal ein paar Conduit-Fassaden als Marble. Sind wir jetzt eigentlich hergekommen? War das nur deswegen? Ich glaube, ja. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen hätte, wegen dem ich eigentlich gekommen bin. Und dann gehen wir doch mal hierher und sagen, wir bauen jetzt hier so einen Apparillo, der autocraften kann. Nämlich hier graben wir ein Loch. Conduits. Hier brauchen wir, glaube ich, wirklich nur diese Conduits und mehr auch tatsächlich gar nicht. Dann brauchen wir ein Interface. Eins, zwei, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und dann brauche ich die Molecular Assembler. Die haben alle schon Speed-Upgrades. Ich glaube, die hatten noch keine. Genau, deswegen muss ich da noch Beschleunigungskarten reinmachen. Dann sollte das zumindest mal ein bisschen schneller gehen alles. Da haben wir ja über 800 im ME-System. Da hat der Ede vorausschauend gearbeitet. Da haben wir hier drüben schon welche drin eigentlich? Nee, auch noch nicht. Ich habe noch Dong Podcast, ja. Ich raste einfach im Hintergrund richtig lang, ja, so ein Trailer. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überall wirklich Zerstoße mache oder ob ich dann vielleicht die andere Hälfte einfach irgendwas anderes mache. Weil die Maschinen sehen ja im Grunde alle ziemlich ähnlich, also ich weiß gar nicht, ob man so viel Zerstoßer wirklich braucht. Muss ich mal sehen. Wo waren wir? 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, das ist alles richtig soweit. Da unten fehlen sie noch. Und dann muss da noch das drauf. Also das da. Da können wir einen richtigen Marmor nehmen. Auf der anderen Seite können wir auch richtigen Marmor nehmen. Und dann können wir hier unsere Treppen noch einsetzen. So, hier könnte ich natürlich auch Boden reinmachen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man dann auch einen richtigen Boden hat, auf dem man stehen kann und nicht nur so Holz, das hier quasi als Untergrund dient. Und da unten sollte ich dann aber vielleicht auch der Ästhetik halber Marmor anbringen, weil die Dinger ja schon durchsichtig sind. Das macht es dann natürlich nicht so schön, wenn man da durchsieht und dann sieht man erstmal Dreck und Holz. So ist zumindest meine Annahme. So, und da unten drunter mache ich auch nochmal, wobei die sieht man ja eh nicht mehr. So, haben wir das zumindest optisch schon mal gebaut. Ich würde sagen, aber die ganze Verkabelung mache ich vielleicht einfach offscreen, weil ihr habt das Prinzip von dem Verkabeln ja, denke ich, verstanden hier soweit. Es ist einfach im Grunde wie das hier, nur dass man diesmal nicht diese Absaugerohre noch braucht. Deswegen würde ich jetzt sagen, damit The Cyborg hier seinen Podcast, was er machen will, starten kann, hören wir jetzt auch an der Stelle mit der Folge auf und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss!